herzlich willkommen im neuen Video. Ich hoffe, Sie können mich trotz des Windes gut hören, denn wir sind auf hoher See. Wir folgen den Spuren Gauguins in die Südsee und sind damit bei einem der spannendsten Kapitel der Kunstgeschichte. Und wir folgen Gauguins Traum, den vielleicht jeder von uns auf Fernreisen schon einmal hatte. Der Traum vom Paradies. Ob Gauguin sein Paradies gefunden hat? Unsere Spurensuche danach jedenfalls machen wir stilecht auf einem Großsegler unter weißen Segeln. Im Moment liegen wir in der Karibik vor Anker, denn hierher führte Gauguins erste große Reise. Mit 35 Jahren gibt er seinen Job in der Pariser Finanzbranche auf, um sich ganz der Malerei zu widmen. Beeindruckt von der Volkskunst der Bretonen und auf der Suche nach dem Ursprünglichen zieht es ihn immer weiter weg. Und 1887 reist er zunächst nach Panama und dann auf die Insel Martinique. Zurück in Frankreich folgt Gauguins berühmte Zeit zusammen mit Van Gogh in Arles. Die endet für Van Gogh in der Nervenheilanstalt und für Gauguin mit einer überstürzten Rückkehr nach Paris. Im April 1891 wagt Paul Gauguin den großen Schritt. Er verlässt seine Frau und seine 5 Kinder, er lässt sie in Frankreich zurück und reist etwa 3 Monate lang nach Tahiti. Als reisender Künstler steht Gauguin in seiner Zeit nicht allein. Delacroix geht nach Algier, August Macke und Paul Klee reisen einige Jahre später nach Tunesien. Aber niemand geht im wahrsten Sinne des Wortes so weit wie Gauguin. Im 19. Jahrhundert ans andere Ende der Welt. Juni 1891 landet Paul Gauguin auf Tahiti in Tahitis Hauptstadt Papeete. Er bleibt aber nicht in Papeete, sondern reist weiter in den Süden der Insel, um dort zwischen den Einheimischen zu leben und zu malen. Aber was genau erhofft Gauguin sich eigentlich von der Südsee? Als Maler ist er auf der Suche nach einer neuen Kunst. Nicht die immer gleichen Kunstkniffe der Akademien, sondern die unverfälschte Intensität und Naivität, wie er sie in der Kunst der Naturvölker sieht. Unmittelbarer, natürlicher und kraftvoller. Gauguin vereinfacht in seinen Bildern die Umrisse der Gestalten und scheut sich nicht, große Flächen in starken Farben anzulegen. Gauguin versucht dabei auch, sich in die Sichtweise der Eingeborenen einzufühlen und die Dinge mit ihren Augen zu sehen. Es entstehen ausdrucksstarke, nie dagewesene Bildwelten. Dass die Bilder als Meisterwerke auch erkannt werden, ist 1893 allerdings noch Zukunftsmusik. Krank und mittellos reist Gauguin in diesem Jahr zurück nach Paris. Im Gepäck seine Bilder. Doch der große Durchbruch bleibt aus. Lange hält es Gauguin nicht in Paris. 1895 fährt er wieder nach Tahiti und weiter zu den Marquesa-Inseln. Sein Paradies findet er auch dort nicht. Ein Selbstmordversuch misslingt. Von Krankheiten gezeichnet, stirbt er 1903 auf Vivaoa. Auf der persönlichen Ebene war Gauguins Südseereise ein großer Misserfolg. Und es gehört zu den großen Tragödien der Kunstgeschichte, dass er selber nicht mehr erleben sollte, welchen Einfluss und welche Bedeutung die Bilder einmal haben sollten. Sie gehören heute zu den großen Schätzen der bedeutendsten Sammlungen der Welt. Und wann immer man auf eines dieser Bilder trifft, funkelt in ihnen das wieder, was Gauguin in ihnen verewigt hat, nämlich ein Stück